Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. So, beim letzten Mal hatten wir da hinten unsere Stahlproduktion ein bisschen optimiert. Die läuft jetzt auch noch so weit. Ich habe auch ein bisschen da hinten erweitert. Aber dann fiel mir auf, dass wir noch ein bisschen Forschung betreiben wollen. Und da bin ich mal losgewetzt und habe einfach mal ein paar Mineralien zusammengesucht. Und auf dem Rückweg fiel mir dann noch weiter auf. Mensch, hier liegt ja noch eine Kapsel, direkt neben unserer Basis. Die hatten wir ganz zu Anfang gefunden, aber dann weiterhin ignoriert. Die können wir jetzt öffnen, weil wir besitzen den modularen Rahmen. Na dann. Zack. Und da haben wir wieder eine Festplatte. So. Die können wir jetzt natürlich erforschen. Oder, wie gesagt, ich war ganz kurz ein bisschen unterwegs und habe ein paar Materialien geholt. Wir haben jetzt auch Schwefel. Wir haben jetzt auch Quarz. Und wir haben, wenn ich irgendwo das richtig sehe, Katheriumerz. Einen ganzen Stack. So. Dann schauen wir doch mal her. Katherium. So, Forschung starten. So, zack. So, hier brauchen wir schon Caterium-Barm. Okay, das ist momentan noch nicht drin, aber später dann. So, Ehrenorgane. Ja, von denen haben wir dann auch gleich noch eine ganze Menge. Mycelium noch nicht. Nährstoffe können wir noch nicht. Elektroschnecken. Alles klar, eine gelbe Elektroschnecke, die lief mir zufällig auch über den Weg. Eine gelbe, eine grüne, die nehmen wir mal mit, beziehungsweise waren drei grüne jetzt, ja. Aber dann können wir unsere Forschung hier etwas weiterbringen. So, Forschung starten. Bing. Dann. Ah, hier fehlen uns Kabel. Dauert auch 2 Minuten. Und das würde nur 3 Sekunden dauern. Aber auch hier fehlen uns Kabel. Alles klar. Quarz. So. Dann Kieselsäure. Das mal herstellen. Zack. Und dann haben wir hier noch Schwefel. Na toll, da fehlt uns Kohle. Die haben wir vorher natürlich ganz toll und intelligenterweise da drüben verbraucht. Na gut, dann holen wir jetzt noch ein paar Kabel, weil die brauchen wir sowieso immer. Und würden dann nochmal die letzte oder die nächste Forschung dort anstoßen. So. Und wir nehmen Essen mit, weil unterwegs bin ich leider auch auf ein paar Viecher gestoßen. Und habe mich da nicht sonderlich intelligent angestellt. Wer hätte auch was anderes von mir erwartet? So. Kabel. Eins, zwei. Waren es zwei oder? Ah, wir nehmen noch den dritten mit. So, nun denn. Stupsen wir die Forschung an und dann geht's dahinter und wir machen mit der Produktion dieser tollen Rahmen weiter. Halt da nicht. Da. Elektroschnecken, grüne Schnecke, Feuer. So, das Ganze dauert jetzt 2 Minuten. In der Zeit können wir schon mal unser Inventar leeren. Und mal schauen. Die Nüsse nehmen wir mit. Die Schnecke packen wir zurück. Das packen wir zurück. Das Kateriumerz brauchen wir nicht. Das Schwefel brauchen wir nicht. So. Na, das sieht doch ganz gut aus. So. Dann braucht er noch 1 Minute 24.
Dann schauen wir uns doch am besten direkt mal hier an. Produktion. Ich gehe jetzt davon aus, dass man das im Manufaktur bauen kann. Genau, der vielseitige Rahmen. Also, da brauchen wir eine Rahmenproduktion. Die haben wir ganz hinten. Da werden ja schon Rahmen hergestellt. Modulare Rahmen. Und wir benötigen Stahlplatten. 30 pro Minute. Nun denn, das lässt sich doch machen. Obwohl ich jetzt hier fast der Meinung bin, alles klar, dass die ganze Sachen sollten wir hinten bei der modularen Rahmenproduktion hinstellen. Eventuell werden wir die noch etwas erweitern müssen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir genau da produzieren. Aber es müssten eigentlich 4 pro Minute sein. Das heißt, wir haben hier also mehr Produktion gerade als wir brauchen. Wir müssten dann bloß eine Stahlträgerproduktion daneben setzen. Nur das klingt doch nach einem Plan. So. Das heißt, wir brauchen jetzt Elektroschnecken, jetzt könnten wir die noch erforschen. Das dauert auch bloß ein paar Sekunden. Ich glaube, eine lila haben wir auch noch. Yep. Genau. Und dann nähern wir uns nämlich schon wenigstens bei der Forschung hier bald dem Ende. So, genau. Hier können wir noch nicht weiter, hier können wir noch nicht weiter. Festplatte. Wir haben eine Festplatte. Der scannt die jetzt. In 10 Minuten ist das Ding fertig. Na dann, auf geht er. Unser Wegelchen wieder. Und wir düsen los. Wie gesagt, ich habe hier hinten auch schon fröhlich die Plattform erweitert. Nach hier vorne halt noch nicht, weil da halt gerade nicht genug Beton da war und ich dann auch nicht so viel Lust und Zeit hatte. Aber es muss ja weitergehen. So, ihr seht, hier hinten habe ich fröhlich erweitert alles. Zack. Weg damit. Wir entnehmen hier mal alles. Und können jetzt hier weiterbauen. Ihr seht, ich habe hier schon eine Strecke nach vorne gebaut. Ich würde die jetzt ganz einfach noch in umgekehrter Richtung einmal nach hinten ziehen. So, das Ganze kann man natürlich auch mit LKWs zum Beispiel lösen, dass man eine Station hinbaut. Und der LKW dann das Ganze von der einen Station abholt, zur anderen hinbringt. Aber dafür braucht man auch wieder relativ viel ja, Kohle und so weiter, damit der LKW angetrieben wird die ganze Zeit. Und da bin ich kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen im Moment. Da brauche ich lieber ein Förderband. Später, wenn das Ganze dann mit Zügen funktioniert, könnte man drüber reden. Aber im Moment denke ich, sollten wir das lieber so handhaben. Ihr seht auch hier hinten ist das die Strecke noch nicht ganz fertig, weil man halt doch eine ganze Menge Material braucht, wie ihr seht.
So. Vielleicht werden wir hier vorne auch die Rahmenproduktion noch ein bisschen ankurbeln müssen. Ganz einfach, damit da am Ende deutlich mehr rauskommt. Und wir dann halt auch die vielseitigen Rahmen dort direkt mit weiter produzieren können. So. Na gut, zwei Drittel haben wir geschafft. Und mit so den Sachen vertreibt ihr euch dann gerne mal die Zeit, weil die Quellen sind dann doch sehr weit auseinander und man muss immer die ganzen Rohstoffe ranschaffen und das dauert meistens etwas länger. Jetzt fahren wir ganz kurz mal hier hinter, weil ich will ganz kurz sehen, wie viele Rahmen wir hier produzieren pro Minute, ob sich das lohnt, da eine weitere Produktion anzuschließen. Also das wird halt auch nur eine Produktion, die für unsere Tasche produziert, nicht um daraus dann weiter Sachen produzieren zu lassen. Aber ich glaube, es sollten 4 pro Minute sein und das sollte ja dann passen. So. Der stellt 2 pro Minute her, da wir 2 haben, sind das 4 pro Minute. Na? Passt das? Oder läuft der leer? Okay, der stellt hier hinten nicht genug von denen her, weil nicht genug Eisenplatten da sind. Und Eisenplatten sind nicht genug da, weil... nicht genug Eisenbahnen da sind. Nicht genug Eisenbahnen sind da, weil zu wenig Eisen ankommt. Und zu wenig Eisen kommt an, weil der Kollege da unten ganz schön langsam produziert. Okay. Na gut, dann gehen wir doch erstmal da runter und optimieren den ganzen Spaß. Dum, 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 dum. Treppe runter und dann schauen wir doch mal nach, was da los ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass es ein normales Eisenvorkommen ist. Genau, der stellt plus 60 pro Minute her. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Na dann, bauen wir uns jetzt hier mal eine Ausrüstungswerkstatt. Schnell ein Mobile Miner hergestellt. Zack. Und dann setzen wir ein Miner MK2 drauf. So, der fängt jetzt an mit Produzieren. Und macht 120 pro Minute. Du bist doch auch noch ein kleines Fließband. Nee, du bist ein MK2. Und MK2 kann 120 pro Minute, richtig? 120 pro Minute. Alles klar. So. Damit sollte das Ganze hier ordentlich laufen. Jetzt schauen wir mal kurz nach unseren Strömlingen. Ja, das geht. Weil wir ja vorne eine ganze Menge Produktionen haben, die gerade nicht unbedingt laufen, weil wir die ja nicht so unbedingt brauchen. Okay, wie komme ich da hoch?
Da geht's hoch. So. Okay. Hätten wir das Ganze hier schon mal fertig. Jetzt geht das da oben auch schneller und der sollte jetzt keine Probleme mehr in der Produktion haben. So, eventuell können wir dann sogar noch ein bisschen erweitern. Beziehungsweise die Produktion hinten übertakten mit den Elektroschnecken. Um das Ganze einfach deutlich schneller und effektiver zu machen noch. Beziehungsweise den hier auch noch aufsplitten und da unten ist ja noch ein weiteres Vorkommen. So, wir sehen, hier läuft es jetzt. Wieder mal in MK2, MK2. Läuft voll. Ja, es reicht gerade so. Nicht mehr wirklich. Okay, das heißt, wir werden da unten bald noch das dritte Vorkommen erschließen müssen. Um dann hier oben, weil wenn wir die Kohle hinterführen, brauchen wir natürlich auch mehr Eisen hier hinten. Damit wir hier hinten dann ordentlich die Produktion weiter treiben können. Na gut. Das heißt aber, wir brauchen definitiv mehr Stahl. Und den besorgen wir uns jetzt. Und dann würde ich sagen, schließen wir vorne direkt schon einmal Kohle an, damit Kohle direkt schon nach hier hinten geliefert wird. Und das ist auch der Vorteil an den stapelbaren Förderbändern. Man kracht die einfach übereinander und hat nicht so viel Platz, der verbraucht wird dadurch. Wow, das war schon wieder knapp. So, des Weiteren sollten wir auch jetzt bald mal anfangen, die Hypertubes zu bauen. Weil so lustig das hier ist, mit dem Wägelchen hin und her zu fahren, es gibt schnellere Varianten und das sind die Hypertubes. Dafür brauchen wir aber, soweit ich mich erinnere, Stahlbeton. Und davon hatten wir vorhin noch nicht genug oder noch nicht so viel. So, ich würde auch die Stahlbetonproduktion hier hinten erstmal ausmachen, weil wir ja jetzt, ja genau, erstmal hier wahrscheinlich schon genug Stahlbeton drin haben. Ja, das reicht auch erstmal eine ganze Weile. Und zack, Standby. Da haben wir schon 100. Und der füllt jetzt das Ganze hier noch auf. Nehmen wir den auch gleich noch mit. Und gucken dann mal, wo wir hier vorne den Abzweig für das nächste Kohleband herstellen. Genau. Also, wir werden da unten jetzt meiner MK2 herstellen. Oder hinstellen. Da können wir uns gleich mal hier Liste leeren. Und Produktion meiner MK2. 1, 2, 3, 4. Da fehlt uns ein bisschen was. Vor allem halt Stahlbeton und die modularen Rahmen. Also werden wir da unten jetzt erstmal zwei upgraden. Und werden den ganzen Spaß dann separieren. Und da unten dann halt noch die Förderbänder etwas verlegen. So, na dann. Ich setze gleich hier oben den Ausrüstungs- oder die Ausrüstungswerkstatt. So, wir brauchen jetzt 4 Stück davon. So, das reicht erstmal.
und zügig nach unten. Eine gute Frage ist auch, haben wir eventuell da hinten noch Kupfererz? Ja, das hier. In 680 Metern, da hinten ist noch Kupfererz. Naja, wir hatten ja vorhin das andere Rezept gekriegt für die verstärkten Rahmen, wo wir bloß Eisenplatten brauchen und keine Schrauben. Ob wir da hinten die Produktion für die verstärkten Platten abbauen und ändern oder ob wir das Ganze so lassen. Ja, wir können das ja erstmal so lassen und bauen dann gleich da hinten das Ganze noch etwas weiter. So. Du baust den dahin. Dann machen wir hier ein Förderband MK3 draus. Hier ein Förderband MK3 draus. Dann reißen wir den hier ab. Den hier ab und das alles weg. Den könnten wir eigentlich auch wegmachen, aber wir lassen es mal so. Und jetzt fangen wir mal an und schauen, ob wir das hier so machen können, wie ich das möchte. Förderlift. Den daneben setzen? Schade, leider nicht. Na gut. Dann setzen wir jetzt hierher einen Masten. So, der geht jetzt da oben ran. Und dann ein Förderlift MK3. So weit nach oben, wie es geht. In der Richtung. Hier kommt jetzt die Kohle raus. Hier vorne machen wir auch noch ein kleines Produktionsupgrade. Zack. Läuft. So, das sollte jetzt genug Kohle erstmal fördern. Für die Sachen, die wir brauchen. Und wir gehen dann jetzt da hoch und leiten unsere Kohleproduktion nach hinten. Das ging ja jetzt zügig. Und denn? Schauen wir doch mal, ob wir das hier hochkriegen oder ob uns wieder die Kante im Weg ist. Entschärft. Dann halt so. Ist jetzt nicht sonderlich schön. Aber für unsere Verhältnisse geht das schon. So. Wir holen uns jetzt auch noch ein bisschen Stahl. Dum, 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 dum. Daraus. Und bauen unsere Leitung nach hinten fertig. Ich denke, damit sollte das jetzt auch funktionieren. So, dann haben wir die Kohle da hinten und können beim nächsten Mal da hinten die Produktion ein bisschen
beschleunigen. Aber ich denke, ich werde wirklich auf das Rezept übergehen, wenn wir das kurz nochmal dann ausrechnen, ob das sinnvoll für uns ist, ob wir da weniger Eisen benötigen. Um ganz einfach da hinten die Eisenvorkommen ein bisschen zu schonen und das Maximum an Kupfer, was wir hier haben, einfach auch zu nutzen, weil warum sollen wir es nicht tun? Wäre Quatsch, wenn wir nur die Eisensachen nutzen und das Kupfer die ganze Zeit so vor sich hin gammeln lassen. Da ist das Kupfer wahrscheinlich auch nicht sonderlich froh drüber. So. Nun denn. Und wenn ich das so sehe, wird unser Stahl immer noch nicht reichen. Fehlt nicht mehr viel, aber ich sehe schon, wir werden da vorne früher oder später, na gut, irgendwann ist der Stahlbeton vollgelaufen. Und dann haben wir auch genug Stahl. So, und der braucht jetzt garantiert wieder 16. Genau. Nun gut. Dann beenden wir jetzt die Folge hier. Wir haben wieder ein bisschen Produktion geschaffen und optimiert und werden beim nächsten Mal dann hoffentlich hier hinten die, ich glaube, vielseitigen Rahmen hießen die Dinger, dann herstellen können. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Dann bis dahin. Tschüss.